So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Code Vein. Zusammen mit unserer Doppel-Io, der die hier steht und der die wir dabei haben, also unsere Io und die andere Io. Wir haben zwar schon alle Eos-Überreste gefunden, ich habe allerdings letzte Folge, haben wir uns ja hier weiter umgeguckt, haben eine verrückte Io gefunden, die wir getötet haben. Und dann habe ich den Riesenfehler gemacht, diese Leiter hier runterzuspringen, ohne sie runterzustoßen. Und uns damit den Rückweg versperrt. Jetzt können wir da zurücklaufen. Du warst ja am Schlafen. Genau. So, aber bevor wir den Fahrstuhl runtergehen und eventuell zu Silver kommen, würde ich mich ganz gerne hier noch umsehen, weil es gibt etliche Bereiche, die wir hier noch nicht erkundet haben. Unter anderem können wir hier runterspringen. Aua. Ja, der Typ, dass der Typ eine Verarsche war, das war ja mehr als eindeutig. So, ich möchte nämlich auf jeden Fall hier noch zu Ende erkunden. Unter anderem haben wir hier noch eine geile Truhe. Was heißt hier No, Io? Ich habe leider nicht geguckt, was wir bekommen haben. Ich glaube, sie hat No gesagt, weil wir die Kiste aufgemacht haben. Ich hab nicht gelesen, was wir bekommen haben. Ich hätte vielleicht mich ein bisschen besser umgucken können. Aber mal hier. Da oben liegt auch noch was. Das wollen wir natürlich uns auch noch gönnen. Ich glaube, dafür müssen wir hier runterspringen, ja. Sharp Senses für was? Hier runter zu springen? So, erstmal will ich sicher gehen, dass wir heil zurückkommen. Kommen wir auch. Wir haben reines Blut. Okay, der Typ ist groß. Au. Plus der Typ hat mich ge-one-shottet. Ich habe ja gedacht, dass das viel Schaden macht, aber dass mich das instant killt. Holy hell. Okay. Dann würde ich sagen, gut, dass wir letzte Folge uns wenigstens nochmal so ein bisschen umgeguckt haben. Denn jetzt weiß ich zumindest, wie wir schnell dahin kommen. Plus gut, dass wir die Leiter runtergelassen haben. So. Wenn ich hier einfach lang renne, wachen die auf? Nein. Das ist sehr gut zu wissen. So, wir sollten in 0, nichts wieder da sein. Ja, ist nur ein Gegner. Nämlich der da. Wollte gerade sagen, es waren jetzt aber zwei eindeutige Backstabs. Stirb. Oh Gott, wir dürfen uns diesen langen Gang nochmal entlang kämpfen, oder? Oh no. Aber hinter dem Typen ist Loot und noch ein weiter Weg. Das heißt, es wird sich definitiv lohnen. You've got sharp senses. Ah, warte, nee, wir müssen gar nicht gegen die kämpfen. Oh, das ist ein sehr angenehmer Rückweg. Ein äußerst angenehmer Rückweg. Lost nearby. That's better, isn't it? So. Okay, dem muss ich ausweichen. Das habe ich gelernt. Ich kann ihn backstabben. Das ist die gute Nachricht. Es interessiert ihn,
Allerdings nicht so viele, dass ich das kann. Au. Der macht echt böse Schaden. Gut, dass der getroffen hat. Na komm. Let's dance. Au. Okay, der hat ein paar üble Attacken drauf. Muss ich mal ganz kurz heilen gehen. Na los. Oh. Danke für diesen Backstab. Und das reicht nicht mal. Oh. Halleluja. Regeneration, Erweiterungsfaktor. Ja, 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 ja. Gimme, 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 gimme. Benutzen. Da warte ich gar nicht, bis ich die Dinger mir reinpfeife. Viel heile ich jetzt? Ah, ich habe mich fast voll. Naja. Gucken wir, was wir hier finden. Reines Blut, das ist natürlich schön. Eine Mistel, das ist auch schön. Ah, jetzt macht hier dieser Gang, der einfach nur in eine Todesfalle führt, Sinn. Faszinierend. Und erneut ist es gut, dass wir diese Leiter runtergelassen haben. Können wir uns in einer Tour für beglückwünschen. Aber wie kommen wir zu der ein Io-Attrappe, die wir gesehen haben? Die, Und wer steht da angeblich? I'll be there soon. Hä? Hier soll angeblich eine Person. Ja, ich weiß, aber angeblich ist hier jemand, der mit uns reden will. Seltsam. Naja, kann man nichts machen. Oh. Dieses Foe ist ein ziemliches Problem. Die Wand hat dir echt nichts getan. Kommt die hier lang? Kann die das? Nö. Glaube nicht. Jo, was geht? Ist ein bisschen geistig verwirrt. Preisfrage, weiß sie, dass wir da sind? Ja, ich glaube schon. Bin mir ziemlich sicher, dass sie es weiß. Ist aber auch egal, weil die ist jetzt weg. Yo, du da. Yo, du da. Komm mal her. Ich kämpfe garantiert nicht bei den Hunden gegen den. Ja, komm zu Papa. Und stirb in meinem Backstab.
So, ihr habt den getötet. Yep. Sehr schön. So, wir waren hier aber noch nicht vollständig fertig. So, wir haben hier... Das war ja der seltsame Bosskampf. So, ich will aber wissen, wie ich auf die Brücke komme. Da will ich hin. Unbedingt. Hier runterspringen bringt mich nicht da hoch, das wissen wir. Hier lang gehen hilft mir auch so gar nicht weiter. Heading there now. Ich sehe die Mistel und ich sehe sie da stehen, aber wie kommen wir da hin? Habe ich hier irgendeinen Gang übersehen? Das wurde auch noch nicht durch irgendeine Mistel aufgedeckt. Der Fahrstuhl wird uns da auch nicht weiterhelfen. Hier ist auch nichts. Ich hätte höchstens eine Idee, aber dazu müssten wir ein ganzes Stück zum Anfang zurückgehen. Ich möchte nicht, der Fahrstuhl mit Dings davor, da wird garantiert Silver hinter sein. Deswegen will ich alle anderen Möglichkeiten erst ausschöpfen, bevor wir da runtergehen. Weil ich glaube, der Kampf gegen Silver wird ziemlich eklig. Ich hätte Fähigkeiten wechseln können. Fällt mir gerade mal so auf. Ich gehe mal hier weiter. Das war letztes Mal ein ekliger Kampf hier. Ich stecke in der Wand fest. Ich kann mich nicht wehren. Ich bin in einem Stunlock. Hat schon mal jemand gesagt, dass ein Stunlock echt unfair ist? Okay, ich mache erstmal die ganzen kleinen Leute weg. Dann einmal heilen. Waff dich so viel du willst. Das war ziemlich auer, ehrlich gesagt. Naja, wir haben nämlich noch hier den Weg, den wir nie gegangen sind. Oh. Oh. Das war ja einfach. Hi. Unsere Mission, unser Ziel für Existenz, ist, zu bleiben bei den Successors-Sides und ihre Schmerzen zu. There is only one path for us, to fulfill the duty we have been entrusted with. What? Ich meine, wenn es für jeden Nachfolger einen Hüter gibt, warum habe ich hier jetzt schon drei gesehen? Sorry, Sie... Der Pseudo-Boss. Nee, ich will nicht an der Mistel rasten, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, die Mistel ist nicht mal der kürzeste Weg zum Boss. Ich glaube, die Anfangsmistel... Ja, die Anfangsmistel ist definitiv schneller. Da brauchen wir einen Gegner auf dem Weg nur. Aha.
So, wir haben aber noch eine Sache, die ich auschecken möchte. Eine einzige Kleinigkeit. Einen Weg habe ich nämlich noch im Kopf, den wir nicht gegangen sind. Und die Dokumente müssen wir auch noch abgeben. Also das sollten wir alles, bevor wir uns Silver weiter nähern, sollten wir uns darum auf jeden Fall gekümmert haben. Heading there now. Diese ganzen Blutpfützen hier. So, jetzt ist die Frage, geben wir erst die Dokumente ab, die wir gefunden haben, über den Nebel? Und vor allem, was ist der schnellste Weg zu dem Typen? Ich glaube, am schnellsten wäre hier hoch. Ah, nee, wäre es nicht, glaube ich. Kümmern wir uns erstmal um die Kistengang. Warum hat der plötzlich Schaden erlitten? Kleiner, wer hat dir wehgetan? Die stehen hier alle wie bestellt und nicht abgeholt. Naja, mein Schaden ist es nicht, wenn die einfach sterben. Plus ich krieg meinen Ikor wieder ein bisschen höher. So, nichtsdestotrotz müssen wir... Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Döp, 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 döp. Och, Io. Lock doch nicht hier die ganze Horde her. Gab's hier nicht einen schnelleren Weg dahin? Did you find something good? Das ganze Zeug hier steht im Weg. Da oben ging's ja irgendwie... Ich glaube, hier gab es irgendein Item oder so. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir doch irgendeinen Weg da hoch, bei dem wir nicht gegen diese Gegnerarmaden kämpfen mussten. Was, an euch beiden vorbei? Na, probieren wir es aus. Ich glaube, es waren die beiden. Ich weiß, dass danach noch Gänge von oben bis unten zu mit Gegnern gefolgt sind, die ich gerne, relativ gerne vermeiden würde. Hallo? Tschüss. So. Das Wolfram? Nee, Erwecker. Wir haben auf jeden Fall in bisher keinem Gebiet, glaube ich, so viel Zeit verbracht wie hier. Ah, ja, 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 ja. Hier ist die Dicke. Der Dicken geben wir Saures und dann sind da nur noch die beiden Schützen. Du Sackgesicht. Mein Zauber unterbrochen. Es fällt ihm ein. Okay, und ich glaube, jetzt sind wir bei dem Typen.
Und bei denen. Kann ich einen Gegner zu ihm locken? Nee, die gucken uns nur doof an, wenn wir hier bei dem sind. Warum meiden die Verlorenen den Menschen hier so? Ja, ich hab welche. This is a survey report on the Red Mist. Silva turned himself into a successor and used his power to create the Red Mist. The most important reason to maintain the Red Mist is to ensure the Queen's power spreads no further. However, Silva continually expends a great deal of energy to do this. Thus, the levy system was put into place in order to ensure the blood that he requires. The Red Mist, the levy system, and his research. Silva has done all of this for the sake of Revenants. Hm. Okay, das erklärt zumindest so einiges. Thank you again. Now I have all of the documents. I intend to analyze all the information they contain once more. Silva is on the verge of frenzy, which means the Queen could be resurrected. I have to come up with a plan to break us out of this situation. I hate to impose on your good nature, but if it is possible, please go check on Silva. Die meisten Leute, bei denen ich checken soll, wie es ihnen geht, überleben die Konfrontation mit mir nicht. Okay, der sagt dasselbe nochmal. Jo, ich habe echt keinen Bock auf euch alle. Okay, das heißt, das erklärt zumindest, warum dieses Abgabensystem, wobei das Abgabensystem, klar, es nutzt den Wiedergängern, aber gleichzeitig stürzt es auch alle ins Chaos. Weil dann nicht mehr genug Blut für alle da ist. Plus, Silva hätte doch wissen müssen, dass Louis' Schwester, die quasi die Dinger produziert irgendwie. Vor allem, was ist eigentlich mit der? Ich falle immer wieder auf diesen einen Ort hier rein. Die sitzt ja auch schon seit 300 Jahren da. Nichts mit Wahnsinn, nichts mit irgendwas. Sie sitzt einfach nur da und macht... betet oder so, keine Ahnung. We can certainly use this. Warum habe ich mein Leben für ein Abendrot-Bajonett riskiert? Okay, dann möchte ich diese Folge noch eine Sache erledigen. Die nicht beinhaltet, gegen den Typen da zu kämpfen. I guess it's not my time to die. Vielen Dank, Io. Ich dachte, die Treppe hier wäre nicht ganz so lang. So, ich wollte nämlich noch einmal hier hin. Wow. Konnte der diese Sprungangriffe schon immer? Denn es gab hier, wenn ich mich richtig erinnere, noch einen Gang, den wir nicht gegangen sind. Genau, das haben wir nur mal reingeschnuppert. Und das ist hier weiterzugehen. Da haben wir einen Ritter, wir haben da eine Wand aus der Tentakeln kommen. An ambush, is it? Ah ne, warte, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon. Das ist der Gang, über den wir zu der Treppe gekommen sind. Oder? Ups. Ja. Dadurch haben wir uns die Treppe freigeschaltet über den Weg hier. Alles klar. Okay, jetzt haben sich alle Puzzleteile wieder zusammengefügt. So, die ist die Treppe. Hier kann ich runterspringen. Ist doch schon ein bisschen peinlich gerade. Wäre jetzt kein schlimmer Tod gewesen, aber peinlich. Okay, dann würde ich sagen... es ist nur noch Silva übrig. Ich werde hier zwischen den Folgen jetzt einmal, also erstmal setzen wir uns hier an die Mistel.
Ich werde jetzt zwischen den Folgen einmal nochmal die Gebiete abreisen, weil sich das ziemlich final anfühlt und gucken, was, ob wir noch irgendwas, irgendwelche Sachen offen haben, beziehungsweise was wir auf jeden Fall machen können, ist einmal in die Basis reisen. Gucken, ob da noch jemand mit uns reden will. Und wenn dem nicht so ist, dann, also wenn keiner mehr mit uns reden will von den neuen Typen, also von den neuen Typen, in den alten Gebieten und keiner mehr Aufträge für uns hat, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge Silver. Falls doch, gibt's noch eine Zwischenfolge. Ehrlich gesagt, es müsste auch noch mindestens eine Karte geben. Also eine Untergrundkarte. Bin mir nicht 100% sicher, aber eigentlich fehlt uns, fehlt halt noch ein Boss, der noch nicht wieder vorgekommen ist. Der Typ, der den Eingang der Gruft da bewacht hat. Oder hatten wir den schon? Doch, den hatten wir auch schon. Stimmt, der war vorher, der war einfacher. Need something? The situation. Warte. Needs. The jail of the mists lets nothing go. The barrier that isolates us was made with the relic of the brain, the strongest of all relics, and a sacrifice of countless blood beads. That shows how big a threat the Queen and we Revenants are to the world. You don't have to accept it, but you do need to understand it. The situation. Okay. Honestly, I want to jump. Reports claim that an unidentified horror appeared at the time the Red. Take care. Okay, please, das hatten wir schon. Silva. Don't forget to check your gear. Oh, I just remembered. Use the room with the bathtub over there. Make sure you get back safe. Das hast du auch schon gesagt. Was ich mich immer noch wundere ist, hier können wir uns immer noch aufs Bett legen und nichts tun. Können wir uns auch auf das Bett legen? Oh, wir können uns hier überall hinlegen. Ist das nicht toll? Der Raum hier unten, der wundert mich immer noch. Warum ist der da? Ja, klar, hier ist irgendwelches Zeug gelagert, aber... Ich meine, einfach so mit Treppe und allem nur, um zu zeigen, oh, es gibt einen Lagerraum. Es ist irgendwie seltsam. Stock up on what... Sorry, but we don't deal in human blood here. Other merchants might not mind, but I don't like the idea. I may be a revenant, but I won't give up being human. Go out there and give it to him. Okay. What's up? Sorry, dass ich dich nicht mehr dabei habe. I've been depending on you for everything. I'll try to take on what... Don't forget you. Okay. Okay, die haben alle what nichts Neues zu sagen. Memory echoes float through vestiges, cast away along with the pain of the past. The power you hold allows you to glimpse these ephemeral fragments. You are going? Okay. Sie ist immer so melancholisch negativ. How are things? Alles super. I hope that a day will come when humans and revenants can work together and join hands in fellowship. I'm sure it will take a very long time, assuming it ever does become a reality. Still, it's one more reason we can't allow the world to come to an end. The lost. Naja, wenn der rote Nebel verschwindet, sind wir alle geliefert, ne? So ist nicht. How are you feeling? That horror worries me. But what we have to do right now is straightforward enough. We've got to get to Silva before it's too late. We're here to help too. Don't try okay. to do it all by yourself. Alle Silva. Silver, Silver, Silver. Das bedeutet, ich gucke noch einmal durch und falls nichts mehr ist, Silver. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.